einen der vermeintlich lustigsten Tier 10 Panzer habe ich mir bis zur letzten Möglichkeit aufgehoben. Wir haben alle anderen Panzer mittlerweile besprochen und hier der Tier 10 Sphinx, deren letzten Radpanzer und auch noch ein kleines Ding, was wir uns heute anschauen wollen. Die Upgrades sind natürlich voll erforscht, also hier geht nicht mehr und die Details sehen wie folgt aus. Sphinx aus Frankreich, ein Schützenpanzer. Das Projekt Secret Project for High Intensity and New Conflicts, kurz Sphinx, ist ein französisches Panzerfahrzeug, das 2010 zum ersten Mal vorgestellt wurde. Gedacht als Ersatz für den AMX-10RC und den ERC-90 Sagai, ist dieses auf Aufklärungsmissionen spezialisierte, relativ kleine 6x6 Fahrzeug sehr gut gepanzert. Ja, das hoffe ich doch. Aber man muss dazu nicht sagen, sehr gute Panzerung heißt ja 175 bzw. 175 Turm und Wanne und danach wird es noch weniger. Also gegen den Kampfpanzer oder alles andere wird es da schon eher mau. Schaden pro Minute sind 10.000, sofern es alles durchgeht. Nachladezeit 10 Sekunden und Feuerrate 100 Rifle oder 100 Rounds per Minute. Der Durchschlag 306 oder der Schaden 224. Trefferpunkte 2100, aber dafür 110 km/h schnell. Also da kann es wieder mal gut sein, dass ich mich da renne. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ich habe mit dem noch keine einzige Runde gedreht. Also machen wir das doch einfach zusammen und schauen, wie dieser Panzer so im Spiel performt. Und angekommen sind wir auf der Operation Phalanx. Nickwills Löwen würden die Raffinerie eher in die Luft jagen, als jemand anders zu überlassen. Brecht zur Raffinerie durch und entschärft die Sprengstoffe, bevor dieser sinnlose Zerstörungsakt in die Tat umgesetzt werden kann. Ja, Hauptmission erobert die Raffinerie und Nebenmission, die Versorgungsfahrzeuge wollen zerstört werden. Sind wir doch mal gespannt, ob wir das hinbekommen. Ich werde mich jetzt natürlich mit diesem kleinen, schnellen, flinken etwas nicht als vorderstes Fahrzeug direkt mal irgendwo hinstellen, sondern ich werde da so ein bisschen versuchen, in die Schnittstellen zu jagen und gucken, was so geht. Und natürlich auch dann zu unterstützen. Nee, da wollte ich es schon. Man hört, die Kanone schließt nicht so schnell. Ziel identifizieren. So, jetzt der Schaden ging ein bisschen unter, weil der andere ist mir da vor die Nase gefahren und ich habe so ein bisschen vercheckt. So, und der hat sich der gut hingedreht. Und dann markieren wir den jetzt einfach mal für unser Team. Dann machen die wenigstens Schaden drauf und ich habe da was davon. Kommt schon, Jungs, macht doch Schaden auf den. So, weg ist er. Hat noch Reload das Ganze. So, jetzt fahren wir mal. Ah. So, weg mit dir. Und im Reload aktuell auch wieder. Für den nehme ich jetzt mein E nicht mehr her. Also man muss sich natürlich anders an die Sache herantasten, weil ich bin es eigentlich zurzeit gewohnt, Kampfpanzer zu fahren oder sonstiges. Und jetzt nicht sowas. Aber hoppala, da hatten wir ein kleines technisches Problem. Das hat mich jetzt etwas Zeit gekostet. Da müssen wir jetzt natürlich das Ganze kompensieren. Und hier schnell vielleicht Damage noch machen oder sonstiges. Jetzt natürlich auch nicht überextremisieren das Ganze. Ziel identifizieren.
hier auf D komme ich halt auch dann gut mit dem Damage zurecht. Da summiert sich das dann doch etwas. Nein! Ja. So, wie gesagt, aber immer hier so ein bisschen aufpassen, dass ich, nicht, dass ich das einzige sich anbietende Ziel bin. Aber schnell ist er auf jeden Fall. Holla, die Waldfee. Wie man sieht, wenn man dazu kommt, dann macht er auch satt Schaden. Aber man muss eben echt aufpassen. Nicht, dass man der Arsch ist, der am Ende komplett aus dem Erdball geschossen wird. Aber man ist auch so schnell. Das ist schon krass. Jetzt habe ich ihn drin. So. Da drüben ist noch ein Missionsziel. Das kann ich mal angehen, dafür bin ich ja schön schnell. Ah, da gehe ich eben auf den, der ist, steht gerade besser zu mir. Und jetzt fahren wir da mal vor. Missionsziel ist so gesehen direkt gerade links von mir. Muss nur aufpassen, ich will jetzt hier nicht in Scheiße geraten. So. Ding ist zerstört. Oh, da ist ein T-14 Armata jetzt hinter mir. Alle keine schönen Ziele gerade. So, lieber nachladen. Also man sieht natürlich, dass ich es nicht gewohnt bin, die Klasse zu spielen. Weil ich glaube, da ein erfahrener Spieler, der reißt damit schon einiges mehr als ich. So, du siehst mich nicht mehr. Gut, das ist der letzte Laster. So, auch ein Kill noch für mich. Also abstauben kann ich eigentlich ganz gut. Nur der Rest passt noch nicht so. So, jetzt wieder. Abgestaubt. Aber naja, gut, muss man ja auch können, du. Einer muss ja auch der Abstauber sein. Oh, ich muss ganz dringend weg. Schnell in Sicherheit gebracht. Und dann geht es auch. So, die Merkava. Damit ist es mein Damage. Zumindest helfe ich dann gut dabei. Bekomme dafür Unterstützung. So, wir ziehen uns zurück. Aber immer wenn ich jemand hier aufmache, jetzt ist die Frage,
Will ich da noch mit reinspringen oder lasse ich das die Leute alleine fertig machen? Ich glaube, ich lasse es die Leute allein fertig machen. Das dürften sie eigentlich jetzt gut hinbekommen. Dann brauche ich das Reparaturset jetzt nicht unbedingt verschwenden. Was soll man zu Sphinx sagen? Ich glaube, für PvE-Missionen gar nicht so jetzt der beste Panzer. Da fühle ich mich mit den anderen doch deutlich wohler. Er ist spaßig, ohne Frage. Vielleicht bin ich auch einfach dafür der falsche Spieler. Man muss sich das auch mal eingestehen. Aber er kickt mich jetzt auch irgendwie so gar nicht. Also ich muss sagen, okay, schöne, schnelle Geschwindigkeit. Aber dann nehme ich dann lieber einen Kampfpanzer, der dann da ein bisschen schneller ist. Aber die Raketen, der Durchschlag von der normalen Kanone ist alles okay. Aber jetzt auch nicht, wo ich sage, da geht mir jetzt das Herz auf. Ich glaube, das ist halt definitiv schon eher was für eine für ein entspanntes, in Anführungszeichen, PvP-Battle. Deswegen würde es mich jetzt nicht wundern, wenn ich jetzt auf dem letzten Platz gelandet bin. Der Spähschaden allerdings, der war beachtlich, 24.518. Der Schaden war 11.000, den ich gemacht habe. Und ich bin sogar auf dem zweiten Platz gelandet. Und man darf nicht vergessen, ich war ja sogar circa eine Minute beschäftigt, wieder ins Spiel zu kommen. Also von dem her, deutlich besser als erwartet. 130.000 gab es raus. Also, spähen kann er scheinbar sensationell. Das war's dann von dieser Folge mit dem oder das oder der Sphinx. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe euch einen kleinen Einblick geben können. Bis bald, euer Alcaramba.